Hallo zusammen, ich bin Enrico, der Hurricane Kehl. Heute sei ich hier bei mir in Darmstadt, in meinem zweiten Zuhause, in der Temple Fight School. Mein Profidebüt habe ich 2007 oder 2008 gegeben. Das Größte, was ich jetzt erreicht habe, war tatsächlich mein K1 Max Titelgewinn 2014. Ich habe momentan bei ONE FC einen Vertrag unterschrieben, einen Exklusivvertrag. Und das ist meiner Meinung nach ist tatsächlich die Champions League vom Kampfsport momentan. Und ich bin stolz und es ist eine Ehre für mich, Deutschland zu repräsentieren auf so einem großen Event, auf einem weltstarken Event, das meiner Meinung nach mit der UFC schon mittlerweile gleichzusetzen ist. Und was für Leute einfach momentan unter Vertrag sind, das ist, die Liste ist lang. Sei es Petrosian, sei es Fairtech, sei es Andy Sauer, sei es Pachedim. Es ist einfach, das K1 Max von früher ist nochmal neu auferlebt, eine neue Auflage davon. Und ich habe das Glück oder die Ehre, mit dabei sein zu dürfen und Deutschland zu repräsentieren. Ursprünglich stamme ich aus Wetzlar, bin dort geboren, aufgewachsen, zwischenzeitlich verzogen nach Erfurt. Dort habe ich 7 Jahre lang gelebt, berufstechnisch. Seit 2 Jahren habe ich es wieder zurückgeschafft in die Heimat. Jetzt bin ich hier in der Temple Fight School in Darmstadt zu Hause. Mein Vater hat mich und meinen Bruder damals als kleine Kinder hat er gesagt, hier Jungs, geht zum Sport. Ich möchte, dass euch was wird. Ich möchte nicht, dass ihr auf der Straße endet, dass ihr Drogen nehmt, dass ihr trinkt. Und ja, ich habe tatsächlich alles meinem Vater zu verdanken. Er hat uns wirklich täglich ins Training gefahren. Jahrelang. Ich hatte auch zwischenzeitlich in der Pubertät meine Zeit gehabt, wo ich wirklich keinen Sport mehr machen wollte. Der stand aber hinter mir und hat gesagt, gut, dann gehe ich mit Juri ins Training, guck, was die im Training machen, wir kommen nach Hause, dann machst du dasselbe, machst du bei mir, damit ich sehe, dass du auch gemacht hast. Also wie gesagt, alles, was ich bis jetzt erreicht habe, ist tatsächlich alles nur meinem Vater zu verdanken. Und wenn du dann halt natürlich noch einen Bruder hast, der selber dein Vorbild ist über die Jahre, der ein besser Trainingspartner ist, mit dem wir uns zusammen trainieren, durch dick und dünn gegangen sind. Das ist halt natürlich, stärkt einen. Das ist halt wirklich, es gibt kein besseres Geschenk, dass wenn die Familie einen bei dem, was du tust, stärkt. Das Größte, was ich jetzt erreicht habe, war tatsächlich mein K1 Max Titelgewinn 2014. Es ist jedes Mal wie ein Traum, wenn ich daran zurückdenke. Es ist einfach, ich habe früher mit meinem Bruder saßen wir da vor dem Fernseher und haben immer, ich weiß noch ganz genau, es war immer zur Weihnachtszeit, war das K1 Max, lief da. Wir haben immer auf Eurosport geguckt, wie Burkau, wie Andy Sau, wie die ganzen Leute da kämpfen. Und damals habe ich nie davon daran gedacht, überhaupt da jemals teilzunehmen. Ich schweige davon, das Ding mal mit nach Hause zu ziehen, nach Hause zu bringen. Und es ist einfach dieser Moment, wie ich im Ring stehe und die lebende Legende Burkau in seinem Heimatland schlage. Dann noch, dass mein Bruder, mein Vater, mein Trainerteam, wir waren alle da gewesen. Das ist einfach, ich bekomme jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke. Das ist einfach nur ein Traum, der mir in Erfüllung gegangen ist. Und seitdem, ja, seitdem bin ich vom Jäger zum Gejagten geworden. Und ich habe mich mit der Rolle abgefunden. Aber ich liebe das, was ich tue. Und deswegen tue ich es auch. Ich bin bei der Polizei. Für mich ist es sehr wichtig, für meine Eltern war es auch mal sehr wichtig, dass ich ein zweites Standbein habe. Ich habe zwischenzeitlich hab ich auch mal überlegt, mit meinem Job aufzuhören, aber das wäre dumm gewesen von mir und deswegen bin ich auch da dankbar für meine Eltern, dass sie hinter mir standen. Ich bin tatsächlich der erste Deutsche, der die Ehre hat oder sag ich mal, der sich erarbeitet hat, bei ONE FC kämpfen zu dürfen. Und am 8. März ist tatsächlich soweit, ich darf endlich mein Debüt bei ONE FC geben. Mein Trainer, Sefa Göktepe und ich, wir bereiten uns härter wie je auf den Kampf vor. Ich bin momentan in so einer guten Verfassung, das heißt, ich freue mich einfach nur auf diesen Kampf. Ich will der Welt zeigen, dass ich auch oben mitsprechen kann, mitsprechen will. Und der Kampf, mein Debüt bei ONE FC, bedeutet mir sehr viel. Von diesem Kampf hängt auch sehr viel ab. Und deswegen möchte ich meine beste Leistung abrufen bei diesem Kampf. Und diesen Kampf auch für mich entscheiden und
für Deutschland mit nach Hause bringen. Let's go!